Wir können nämlich netterweise hier rüberlaufen. Interessanter Ort, den erkunde ich. Ja, und schon hast du ihn fertig erkundet. Ach komm schon, wie schnell muss man denn drücken? Alter. Ach, das ist ein toller Hut. Wir haben jetzt auch alle Hüte gefunden. Fantastisch, Speishut. Wow, also hier gibt's Hüte, die sind echt alle aller Klasse Sahnetuten, bla. Wie sieht's aus? Ich kann nichts sehen. Das glaube ich dir sogar. Ich find's schade, dass er nicht mehr Hüttela sagt. Das sieht so bescheuert aus mit der Mütze. Aber was willst du machen? Nochmals hallo, Skylander. Hi. Ich habe vergessen, dir etwas zu sagen. Das ist ein Flügelsaphir. Wenn du sie einsammelst, kann ich dir die Verbesserung aus weniger Gold machen. Ist wie ein Schnäppchen. Prozente, Prozente, Prozente. Alle Gebiete gefunden. Ach, jetzt schon. Okay. So, da brauche ich eine Bombe. Okay, okay. Huch, Katze. Die hat den Wäschekorb umgeschmissen. So, wir gehen jetzt einfach mal hier rum. Da müssen wir wieder Schlösser aufschießen. Was ist das denn hier für ein Wagen? Sieht lustig aus. Da, Flügelsaphir, her damit. Natürlich wollen wir alles günstiger haben. 2% Rabatt auf Verbesserungen. So, Dankeschön. Ah, hier können wir jetzt rein und ich denke, wir können auch das Haus... Oh. Zerstören. Das Erste, was ich beschießen werde, ist das da. Oh Gott, oh Gott. Lalala. Beschießen die mich einfach. Unglaublich. Ja. Ach, so viele Schätze. Und Erfahrungspunkte möchte ich natürlich auch haben. Hier könnte man bestimmt auch was wegschießen. Ich probiere... Ah, ja. Ich probiere das jetzt mal aus. Dafür muss ich wieder hoch. Ach ja, das könnte ich gleich einsammeln. Süßer. Oh nein, ich kann da nicht mehr rein. Ach Mann. Oh, ich hole als Erstes den Seelenstein, aber natürlich. Jetzt wird gestochen. Sag doch mal was anderes. Wo haben die dir nicht mehr Sprüche programmiert? Anscheinend nicht. Hot Head. Okay. Heißer Schlitten für Hot Head gefunden. Wir schauen ihn uns einmal an. Fantastisch. Ja, ich verstehe dich voll und ganz. So. Ersatzteile gefunden, Kompass. Wunderbar. Wow, das lief besser als mein Versuch. Moment, du hast schon mal versucht, diesen Kompass zu holen? Was? Ich hab doch gesagt, das ist eine lange Geschichte. Wichtig ist, wir haben ihn. Ich sage, wir nehmen Kurs auf die Schokosee. Flynn. Wir müssen einen Einsiedler finden, schon vergessen? Es wird Zeit, diesen kleinen Ausflug zu starten. Sollen wir den Anker lichten, Captain? Ja. Ja. Das hieß wohl so viel wie ja. Wo geht's denn jetzt hin? Hier haben wir schon mal alles. Nein, unter 6 Minuten natürlich nicht. Und das Glykotronrad. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Das werden wir hoffentlich bald herausfinden. Ansonsten war dieses Kapitel doch ganz gut, ne? Also wenn man nicht alles absucht und einsammelt, dann schafft man das natürlich bestimmt mit Sicherheit unter 6 Minuten. Aber da wir alle anderen Sachen auch haben möchten, ne? Ihr wisst schon. Captain Flints Schiff.
Vom Ballon zum Schiff, da hast du dich ganz gut gesteigert, ne? Sieht aus, als würde es etwas dauern, bis wir unser Ziel erreichen. Hoffentlich ist das, was der Einsiedler gesehen hat, die Mühe wert. Fühl dich inzwischen wie zu Hause und erkunde vielleicht mal das Schiff. Aber gerne doch. Auch mit kleinen Lampen beschmückt. Hä? Das kann ich ja. Oh. Da flog ein Schatz raus. Ich wollte dir nur noch mal danken. Ich glaube, dass unsere Partnerschaft uns beiden nutzen wird. Apropos, folge mir, dann zeige ich dir, wo ich meinen Laden aufgemacht habe. Zeig's mir, Schätzchen. Ach, direkt dort, okay. Aber ich guck erst noch mal hier. Wieso kann ich nicht mehr darauf? Ist ja auch egal. Oh, sie fliegt hier so rum, aber er ist mir gerade viel zu unwendig irgendwie, obwohl... Ich möchte einmal... Ach, jetzt ist sie nicht da, doch. Ich dachte schon. Nee, sie ist wirklich nicht da. Ach, da fliegt sie doch. Menschenskinder. Willkommen zurück. Bereit für eine weitere magische Verbesserung? Natürlich. Immer. Diesmal können wir uns das auch leisten. Geschärfte Stacheln, Stachelklingen, Nahkampfangriffe bewirken erhöhten Schaden. Nehmen wir. Oh ja. Ah ja. Ja, finde ich auch. Oder so ähnlich. Ach, schön hier oben rumzufliegen. Echt schön. So, was ist jetzt mit dem Laden? Das interessiert mich. Mhm. Zeig mal. Ah, die Schlösser, genau. So, einmal da rum bitte. Hier runter. So. So. Zack, die kennen wir auch noch aus Spyro's Adventure. Und zack. Perfektes Ergebnis. Ging ja auch nicht anders. Stichhaltiger Sieg. Ach, du mit deinen Stacheln. Ja, dann gehen wir mal da rein. Ach, da ist er. Oh, das sind ja interessante Türen. Das finde ich cool. Willkommen zur großen Eröffnung von Auriks Lädchen für Merkwürdiges, Kuriositäten und Krimskrams an neuer Stelle. Kann ich dich für etwas begeistern? Dich im engen Tigerslip. Nee, lieber nicht. Ausgezeichnet. Mal sehen, was ich heute für dich habe. Ich weiß auch nicht... Aha. Was mit dieser Glückotronbirne für das Glückotron mehr Glück? Ha. Zyklopplatz öffnet diese Duellmodus-Arena. Mhm. Es gibt ja einen Duellmodus, ne? Wisst ihr wahrscheinlich. Wo geht's lang? Eine Heldenherausforderung, die zusätzliche kritische Treffer gewährt. Man kann hier sogar Hüte kaufen. Schlossrätselschlüssel. Ein Schlossrätselschlüssel, mit dem du ein Schlossrätsel überspringen kannst. Was es hier jetzt alles für Gimmicks gibt. Echt interessant. Und zum Glück haben wir ja alle Elemente. Und wir werden jetzt diese Tür öffnen. Fürchte die Finsternis. Fürchtet mich. Tür? Ach so. Dann einmal das Lebenselement. Ja, ich hab... runtergefallen. Hammer los! Da hat die arme Hexe Sturz gemacht. Aber mit den ganzen Skylandern ist es auf meinem Tisch doch ganz schön eng geworden. Volles Gekreische voraus. So, kreisch mal. Yeah, Schätze, für dich? Oder lass mal gucken. Ich breite die Flügel aus. Ah. Okay. Könnten wir eigentlich gut gebrauchen. Dankeschön. Aber es wird wahrscheinlich wesentlich mehr kosten. Gut.
Die bauen da irgendwas rum. Da geht nichts. Kann ich hier hoch? Tatsache. Hallo? Ich bin hier oben. Kann ich auch wieder... Achso. Okay. Hui. Weißt du Bescheid? Was machen wir denn jetzt? Wenn du eine Möglichkeit suchst, deine Fähigkeiten zu verbessern, während du unterwegs zu deinem nächsten Ziel bist, da hab ich was für dich. Heldenherausforderungen. Sie sind hart, aber nur, weil sie dich härter machen sollen. Willst du es versuchen? Ja, ich möchte es versuchen. Das möchte ich euch einmal zumindest zeigen. Also gut. Das wird auch. Jeder Skylander hat seine eigene Herausforderung. Aber alle Skylander können sie gerne spielen. Such dir einfach eine aus und los geht's. Genau, und diese werde ich auch nutzen, um zu trainieren, wenn es denn nötig sein muss. Ach, hier kann man so einen Schlüssel kriegen, okay. Und man kann auch seine Stats verbessern. Da unten steht ja plus 4 Geschwindigkeit ist das, glaube ich. Sabrina, rette den Gecko-Chor und ihren König. Oh, das will ich machen, aber nicht mit meiner Figur, die ich jetzt habe. Egal. Ist egal, das machen wir einmal. Wow, wo soll ich nur anfangen? Okay, dieses Stück Land wurde von der bösen Zauberin Sabrina gekauft. Wie sich herausstellte, lebte dort schon der Gecko-Chor. Diese Kerle lieben es zu singen. Für ihren Wasserschweinkönig. Ich weiß, das ist verrückt, aber hör einfach zu. Das viele Singen hat Sabrina durchdrehen lassen. Also beschwor sie ein paar unheimliche Typen, um die Geckos und ihren König einzusperren. Wenn du sie alle retten kannst, wüssten sie das sicher sehr zu schätzen. Niemand sollte für seinen Gesang eingesperrt werden. Aha. Nicht einmal der Gecko-Chor. 3, 2, ja, und Justin Bieber. Der sollte allerdings doch eingesperrt werden. So, aha, aha, aha. Komm, ich hole mal Babys her, die mir helfen. Yeah! Need more babies. Ach, wie niedlich. Mehr Babys. Oh, den habe ich ins Aus geschossen. So. Noch mehr Babys. Oh, wie süß sie sind. So. Eieiei. Geh weg. Okay. Ich kann hier hoch. Yeah! 2 Grüppchen befreit. Ach, die sind so niedlich. Hören sich ein bisschen an wie die Chipmunks. So, wir haben aber auch nicht unendlich viel Zeit. Wir müssen ein bisschen hinne machen. Da. So, weg mit dir, weg mit dir. Zeig mal. Aha, hier oben ist noch was. Wunderbar. Oh, meine Nase juckt. Ungünstiger Moment. Was ist das? Bonuszeit. Ja. Das finde ich ja klasse. Hallo? Ach, da. Guck mal. Oh, lecker. Oh Gott, ist das riesig. Aber wir kriegen die alle schon platt, ne, Babys? Zur Hälfte geschafft. Ja! Mal sehen, ob wir die Herausforderung schaffen. Ach, ihr seid so niedlich. So. Ne, kneift ihr das. Da oben sind doch schon die Nächsten. Ha. Fast geschafft. Ja. Einer noch. So, runter. Wo müssen wir denn lang? Da lang anscheinend. Hier haben wir eine Bombe. Für was denn? Warum denn? Da so? Nicht? Ach, da oben. Da oben. Okay. Komme ich da natürlich nicht mehr hoch. Kann ich jetzt wechseln? Nee,
kann ich nicht wechseln. Hätte ja sein können. Das klappt schon mal nicht. Oh Gott, wo fliege ich denn jetzt lang? Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich glaube, an einer Stelle war ich noch nicht. Warte. Oh je. Oh je. Da muss ich jetzt reinhauen. Oh, guck mal, was da ist. Komme ich nicht lang. So, jetzt spring noch mal. So, wieder fliegen. Du musst dich jetzt mal ein bisschen beeilen. Nein, nicht da. Ich muss hier lang. Nein. Noch eine Minute. Ja, ich weiß. Ich beeil mich ja schon. Hat einen Schnabel. Ah, super. Ich fliege durch. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Eine Spinne. Wie komme ich da hoch? Ach, dann muss ich ja nicht mal hoch. So, aber ach so. Oh, Spinni. Komm schon. Also, geh mal wieder runter, dann kann ich mich ein bisschen besser bewegen. Yeah! Das war knapp. Wasserschweinkönig befreit. Oh, ich muss da noch hin. Sag das doch. Noch 10 Sekunden. Nee. Heldenherausforderung abgeschlossen. Gut gemacht. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Ein neuer Held. Ich bin ein neuer Held. Oh, wir kriegen mehr Tempo. Hui, dankeschön. Du hast es geschafft. Jetzt genieß deine Belohnung. Ach, dankeschön. Nein, möchten wir nicht. Wollte das nur mal kurz anzeigen. Also, antesten wollte ich nicht sagen, weil ich das ja selber schon kenne und meine Stimme versagt wieder. Ja. Mein Stimmchen versagt. Ja, aber ich wollte das Spiel unbedingt wieder spielen, auch wenn meine Erkältung noch nicht ganz ausgeheilt ist. Na gut, dann machen wir hier jetzt eine Aufnahmepause. Sehen uns beim nächsten Mal in Kapitel 3 wieder und bis dahin. Tschüss, auf Wiedersehen. Au revoir.